geht's dir gut? Mein Arm tut weh. Oh, Even, das gucken die sich gleich an. Alles in Ordnung bei ihm? Ja. Ich hätte sonst eine Ärztin hinten auf dem Pferd sitzen. Ja, wir haben gleich ganz viele Ärzte dabei. Wir müssen aber uns beeilen. Okay. Leider, tatsächlich. Dann seien Sie vorsichtig. Ja, immer. Ah. Tut mir leid, ich... Jetzt habe ich auch eine Krankheit am Arm. Ja, das ist richtig. Wohin reiten wir? Das wissen wir noch nicht, aber Horn wollte noch mal in die Natur. Oh, zu. Sehr. Oh Gott. Er will mich umbringen. Eindeutig. Warum fährt er denn auch so schnell? Er will mich eindeutig umbringen. Das wäre es aber geworden. Das wäre ganz kurz aber geworden. Da wären wir heute auch nicht mehr aufgestanden. So, Even, dann geh mal in die Praxis. Praxis leer. Ach so, wo sind die denn hin? Ja, Alice ist drin. Ja, sind die schon los oder was? Ja, die in die Richtung, ich wusste nicht, ach so, wo ja, du warst. Dann komm noch mal. Dann komm noch mal drauf. Die sind in die Richtung, ich denke mal Hardlands oder ich habe keine Ahnung. Ja, die sind auf jeden Fall mit zwei Zackkutsche. Doch. Warum warten die denn nicht wenigstens? Waren die da? Nee.
Und egal, was passiert, ich sag jetzt schon mal, für Leute mit schwachem Gemüt sollten jetzt vielleicht abschalten. So als kleine Triggerwarnung. Und wo sind die denn? Weiß ich nicht. Sagen, ich soll dich abholen und dann sind sie weg. Ach, guck mal. Hier. Da sind ganz viele. Ja. Dreh mal bitte um. Okay. Even. Ups. Even check. Geht's gar nicht gut. Komm, wir gehen zusammen spazieren. Sag dir bitte, was los ist. Ach. Gut, guter Freund, den ich nicht auskennen. Weglaufen ist nicht. Weißt du, Ivan, dem Jack geht's nicht so gut gerade. War am Donnerstag auch nicht gut. Ja, jetzt geht's ihm so überhaupt nicht mehr so gut. Habt ihr das doch gerade erzählt mit der Tollwut? Und wir vermuten, dass Jack gerade eingeschlafen ist. Dann kann er ja morgen wieder weiterspielen. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr so passieren können. Der Junge fährt jetzt. Warum? Jack ist über die Brücke gegangen. Wie soll ich damit anfangen? Was meinst du damit? Wie erkläre ich das jetzt? Steiger, hilf mir. Er schläft jetzt. Er schläft bei den Engeln heute Nacht. Genau, er schläft bei den Engeln. Er wacht auch nicht mehr auf. Du meinst, wie Mama und Papa? Ja. Wir müssen natürlich die Geschichte kennen. Das ist nicht gut. Nein. Ich will weggehen. Ich will laufen. Ich will nicht. Was will ich denn? Der Henanuk und die anderen, die kümmern sich gerade noch um ihn. Dass er nicht so alleine dabei ist. Ich will auch dabei sein. Möchtest du das wirklich? Bist du dir ganz klar? Bei Mama war ich dabei. Okay. Dann steig mal aufs Pferd, dann Kleiger rüberführen. Ja. Dann bringe ich dich hin. Ja, wir wollen. Ja, lass uns das machen. Es gibt eine Animation, da werden wir uns gleich. Ich glaube, es ist alternativlos für Eben. Er möchte das begreifen.
Aber das kann er jetzt nur aktuell. Ich glaube, er würde sich schuldig fühlen, wenn er es nicht tun würde jetzt. Intensiv. Glaube ich. Ja. Ja. Even. Even. Jack ging's nicht gut. Und leider wurde es immer schlechter. Und Jack ist jetzt. Jack ist jetzt im Himmel. Nee, schon zu spät, okay. Und schaut von oben auf uns rund und passt auf uns auf. Even, es tut mir so leid. Ja, hab ich. Und er wird jetzt deine Eltern kennenlernen und alle drei schauen auf dich runter und passen auf dich auf, Even. So wie die Mama von Leon auch. Ja. Es tut mir leid, Even. Jack hat gesagt, er hat keine Kinder gehabt. Aber wenn er sich ein Kind wünschen hätte können, dann wär's genauso wie du, Even. So lieb hat er dich gehabt. Ich ihn auch. Ich weiß, Even. Du hast ihn ganz lieb gewonnen. Und er hatte dich auch ganz lieb. Und wir haben noch ganz doll viel gespielt am Donnerstag. Gott sei Dank, Even. Gott sei Dank habt ihr noch gespielt. Wir werden immer ganz fest an Jack denken, ja? Ich versuch's. Ja. Even, lass dich drücken. Es wird alles gut. Wir schaffen das auch. Nicht mehr gut. Doch, Even, wir müssen das so machen. Wir sind noch da. Und dann schauen wir, dass wir das wieder gut machen, alles. Und Jack schaut auch von oben auf uns runter. Man kann nichts gut machen, wenn jemand tot ist. Aber wir müssen schauen, dass wir das, wenn wir noch hier sind, dass wir alles gut machen und an die Menschen denken. Dass wir Jack auch nicht vergessen. Dann müssen wir aber ganz doll oft mit Herr Horn sprechen. Das werden wir machen, Even. Machen wir zusammen. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so kommt, Even. Aber wir... Ich auch nicht. Die Ärzte haben alles getan, was sie konnten. Aber ihm ging es so schlecht, er konnte nicht mehr atmen jetzt zum Schluss. Und es ist auch nicht schön, wenn jemand leiden muss und Schmerzen hat. Wir sind auch gerade vom Pferd gefallen. Ja, ich glaube das. Wenn ich das gewusst hätte, dass es Jack so schlecht geht, hätte ich dich gleich mitgenommen aus Rhodes. Aber ich wusste es nicht. Aber wir haben gleich hier Tim losgeschickt, dass er dich holt. Also ich wusste, dass es so schlecht geht mit Jack. Und
Das war ganz wichtig, dass du noch kommst, ja. Wo ist Herr Horn? Ich glaube, er ist in der Hütte. Even, wirst du dich noch von ihm verabschieden, ja? Ich glaube, das... Komm, ich geh mit dir mit. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe ein Krankenhaus geschenkt von ein paar Tagen, also... Ja, das... er war einer der großzügigsten Menschen, die ich je gekannt habe. Even ist noch da zum Verabschieden. Hm. Komm ruhig näher, Even. Komm her, Even. Ich mach dir Platz. Er liegt da, wie damals bei Mama. Wie wo? Als meine Mama dann auch so lag, hat sie dann auch nicht mehr geatmet. Und dann haben alle gesagt, sie ist in den Himmel, um aufzupassen. Ja, Even und Jack macht das Gleiche jetzt. Er ist auch im Himmel und passt auf uns auf. Ich muss kurz raus. Es ist halt, ja. Er wird immer bei dir sein, Even. Man muss an sie denken. Blaze hat gesagt, es ist okay, wenn man mit ihnen spricht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, sie hören einen im Himmel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie dich jetzt noch hören können. Jacob, dank für alles, was du getan hast. Jack, wir werden dich vermissen. Und es tut mir leid, dass ich mich zum Schluss noch so mit dir gestritten habe. Man sollte sich sowas nicht mit keinem Menschen irgendwie antun, wenn man nicht weiß, wie lange der andere noch da ist. Und es kann so schnell gehen. So ein blöder Streit ist es nie wert. Ich hoffe, du hast noch alles gehört, Jack. Es tut mir wirklich leid. Ich werde immer an dich denken. Passt mal auf, ihm war zum Schluss ganz doll kalt. Ich lass ihn uns zum Feuer legen. Ja. Warte, ich helfe dir, Ellie. Warte, ich glaube, hier beim Stuhl geht's oder so. Warte. Ah, jetzt. Oh Mann. Warte, ich helfe dir, Elli. Ich denke, hier ist es ein bisschen wärmer für ihn. Ja. Ich warte draußen.
Ich nehme nochmal deine Hand, Jack. Und drück sie ganz fest. Ich nehme ihn mit, ja. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ihn hinbringen eben. Ne, kannst bei mir mit drauf. Wo ist mein Pferd denn eigentlich hin? Ja, das hat Nanook, glaube ich, mitgenommen. Wubi bei Even, Wubi bei Eleanor, Even bei Tim und ich bei Robin. Okay. Ja. Okay, dann komm. Even und ist gut. Even. Kannst, leidest du bei Tim mit, ja? Okay. Ja, du, Robin, du trinkst öfter mal mehr. So, Butch, kannst du dir gleich noch Evans Arm angucken? Ja, können wir gleich. Er hat einen kleinen Reitunfall unterwegs. Wie? Du bist auch ein kleiner Reitunfall. Du hast eine Aufgabe, auf ein Kind aufzupassen. Ja, das ist Tim. Ja, da stand ein Stein. Ja, das ist auch ein Stein. Nee. Doch. Oi, oi, oi. Oh Mann. Wo ist die Kutsche hin? Weiß ich nicht. Die kommt gleich. Erstmal drehen. Wird echt ein bisschen viel getrunken. Da ist die Kutsche. Warten wir mal eben auf die. Ruhig ein bisschen da. Ja. Robin, ich möchte nicht sterben auf dem Rückweg, ne? Hm. Die hat einen ganzen Whisky auf Ex getrunken. Oh, das war Whisky. Ich dachte, die trinkt auch noch ein Bier. Nee. Ich hatte nur ein bisschen da und ich wollte nicht ungerecht sein euch gegenüber, als ob ich mir jetzt hier. Nanook ist schon in die Praxis. Mhm. Das wäre schon.
Ey, Vorsicht! Blind, helf mal eben Even runter. Guck mal her. Opa. Na, junger Herr. Na. Na. Bist du traurig? Mhm. Na rein, ja. Ja. Guck mal her. Weißt du, was hilft, wenn man traurig ist? Du bist doch traurig wegen ihren Horn, richtig? Am besten, du holst dir was, was dich an ihn erinnert. Und dann nimmst du das und hältst es ganz, ganz fest. Hast du denn irgendwas, was dich an ihn erinnert? Unsere Ausflüge. Ach, Ausflüge. Dann stellst du dir die vor, du schließt die Augen und denkst ganz fest daran, immer wenn du ihn vermisst. Und ich ganz, ganz fest. Das wie mit Mama und Papa und dann sprich ich mit ihm. Genau. Und das machst du einfach immer, wenn du ganz doll Sehnsucht nach ihm hast. Stimmt's, Ruby? Ja. Dann erzählst du ihm das und er wird dich hören. Genauso wie deine Mama und dein Papa. Genau. Und alle drei passen auf dich auf. Alice, guckst du dir nochmal Evans Arm an? Was ist passiert? Wir hatten einen Reitunfall. Ach, nicht schon wieder. Mr. Johnson? Ja. Kommst du mal kurz mit? Bitte? Evan kann mitkommen und... ja, einmal durchschaffen. Vom Fadenentzug? Hanse, kommst du mal mit hinter? Gut, wir haben einen Fadenentzug und drauf. Könnt ihr mal bitte rausbringen? Oh, ja, natürlich. Wir machen das hier alles. Okay, warte mal, Evan. Ja, Evan. Wirst du dich um Evan kümmern? Der hat einen Reitunfall oder um den Herrn? Okay. Ja. Dann einmal bitte alle auf die Seite. Ich hoffe, ich stehe hier nicht im Weg. Entschuldigung. Alles gut. Hast du jetzt hinten zugeschlossen? Ja, vielleicht ein bisschen. Du, ich muss kurz jemanden behandeln, dem es ein bisschen schlechter geht. Magst du draußen auf mich warten? Ich warte auf dich. Wartest du draußen, danke. So. Gehen wir nochmal. Ja, warte, mach ich sofort. Ist das gerade wieder mit der Synchro, das ist halt wieder beeindruckend. Wo ist denn Ruby? Sag nicht, wir sehen Ruby nicht mehr. Das ist ja großer Käse. Egal. Hey, er will jetzt nicht sprechen. Absolut nicht. Das ist alles gut. Das ist gar nicht gut. Das gehört leider zum Leben dazu. Er hat nicht gelitten, Eva. Und er war nicht alleine. Guck mal, Ruby ist hier. Ich hab nur schnell Mr. Johnson das von Mr. Horn erzählt.
Und Even, du kannst dich jedes Mal auch an Jack erinnern, wenn du auf Puma reitest. Ja, stimmt. Dann hast du immer eine Erinnerung an Jack. Und wenn du reitest, dann denkst du immer an ihn. Ich überlege gerade, alt ist ja. Und ich war noch zerstritten die letzte Zeit mit ihm. Das bereue ich ganz arg, Even. Wenn ich das gewusst hätte, dass sowas kommt. Aber wir wachsen, du weißt es eh, wir wachsen sind oft wirklich dumm. Man sollte sowas nicht machen. Man muss sich auch wieder vertragen. Da hast du recht, Even, das hätten wir sollen, und zwar ein bisschen früher. Das wäre besser gewesen. Aber man kann die Dinge jetzt nicht mehr ändern. Ach Gott. Ja, wir machen jetzt noch eine schöne Beerdigung für Jack. Ja. Der hatte bei Hollister hat der Vorsorge gemacht. Und dann machen wir was ganz was Schönes für seine Beerdigung, ja? Ich glaube, mir fällt was ein und ein Bild. Genau, ein Bild. Ein Bild ist es ganz gut, Even. Ein besonderes Bild. Nee, hätte ich das gewusst. Ach du meine Güte. Dass es heute so weit ist. Wir haben ja. Solche Sachen passieren so schnell und man hat nichts in der Hand. Aber wir haben ja gedacht, das dauert noch 2-3 Wochen. Da wollten wir das FP jetzt noch zu Ende kriegen, aber. Okay. Ich frage mal Ellie, wie es weitergeht. Also wenn wir jetzt auf einem anderen Server mit Even jetzt abhauen. Einfach losrennen. Mit dem bekannten Lied. So wie wir es immer gemacht haben. Bitte, Sir. Kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Sir, warten Sie. Ich glaube, die sind gerade in Behandlung. So, Even, mir fällt noch was ein, das kriegst du noch. Was? Gehen Sie mal hinten in die Praxis rein, Sir. Kannst du auch behalten? Nein, Even, nimm es wieder zurück. Ich hole mir auf der Bank noch schnell was. Schönen Abend noch. Where's Lodges? Ebenso. Hier drüben habe ich sie. Gentlemen, ich glaube, der Sir, wo Richtung Stall ist, sucht sie. Kommst du so, schnell mit zur jetzt? Bank, Even? Bitte? Gentlemen, der Sir, der gerade Richtung Stall reitet, sucht sie. Dann sollten wir, glaube ich, mal zum Stall. So, hat sich schon jemand deinen Arm angeschaut? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann komm mit rein. Jetzt haben wir den Konflikt. Zu wem sollen wir zuerst? Na gut, jetzt gehen wir rein.
So, magst du dich gleich mal hier auf den Stuhl setzen? Und mir erzählen, was passiert ist? Vor ein paar Tagen bin ich vom Stall geputzelt und auf den linken Arm gefallen. Gestern wurden wir vom Puma getreten und gerade sind wir vom Pferd runtergefallen. Ui. Und alles auf den linken Arm. Eieieiei. Na gut. Wurde schon was an deinem Arm vorher gemacht, die Tage, als du runtergeputzt? Ja? Julia hat mir ein Verband gemacht. Okay. Weißt du, was hast du da eine offene Wunde oder war da ein Knochen sozusagen kaputt? Weißt du das? Da war Julia hat gesagt, ein Kratzer. Ein Kratzer. Aber jetzt tut es noch mehr weh, weil ich gerade genau drauf gefallen bin. Dann pass auf, dann mache ich vorsichtig dein Ärmchen da hoch. Guck, spielen wir den einmal hoch. Erschrecken. Oh ja, guck mal, da und dein Verband, dass man schon ein bisschen, dass da ein bisschen Blut rauskommt. Das heißt, wir machen den ganz vorsichtig, wickeln wir den wieder ab. Schrecken. Aber nur vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir wickeln den ganz vorsichtig ab. So, das zieht bestimmt ein bisschen, weil der jetzt ein bisschen feucht ist durch das Blut. Ganz fest die Augen zusammendrücken und die Hände zu Fäusten machen, dann ist es nur halb so schlimm. So, guck mal, der Verband ist schon ab. Oh ja, dein Kratzerchen ist ein bisschen aufgegangen. Dann machen wir da jetzt, am besten machen wir da jetzt mit Tee, gehen wir da drüber, sodass da, weißt du, dass da keine bösen Sachen reinkommen, also keine Bakterien. Damit es nicht noch mehr wehtut. Mhm. Das wird auch nicht wehtun. Wir nehmen extra den Kamillentee, der riecht so lecker und den Rest kannst du dann austrinken, das hilft. Und dann machen wir da eine Salbe drauf und machen da wieder einen Verband drum, ja? Und dann gucken wir mal, dass auch wirklich nur der Kratzer das Problem ist und wir bewegen dann deinen Arm ein bisschen, ja? Kleinen Moment, ich hole schnell den Tee. Pass auf, ich habe jetzt hier kalten Tee, den mache ich jetzt auf so ein Stofftüchlein hier so drauf und dann tupfe ich die da ganz vorsichtig über den Kratzer. Wie gesagt, das macht jetzt die Wunde ganz doll sauber. So. Und drüber. Wenn ich dir wehtue, dann sagst du was, ja? Ein bisschen. Okay, so. Und jetzt machen wir da, da ziehe ich die Handschuhe aus, lege ich da unten mal hin. Weg damit. Mache ich da ein bisschen Salbe drauf. Ja. Da guck hier so gelbe Honig-Salbei-Salbe. Ja, einmal ganz viel da drauf. Von Frau Clark, die wir schon so lange nicht mehr gesehen haben, gibst du die noch. Und bevor wir jetzt, wie gesagt, deinen Arm verbinden, gibst du mir einmal deinen Arm, einmal vorstrecken. Ganz vorsichtig. Tut weh. Kannst du mir sagen, wo es weh tut? Am Kratzer oder im Arm? Also merkst du das? Am Arm. Tut der Ellbogen weh oder oben der Arm? Also hier die Schulter. Am Ellbogen. Am Ellbogen. Lass ich mal deinen Arm ein bisschen drehen. Kannst du alle Finger bewegen? Und du? Alles klar. Und lass mich mal vorsichtig deinen Ellbogen abfahren, ob da nur ein weiterer Kratzer ins Zuge gekommen ist oder ob da irgendwas kaputt ist. Also sozusagen, ob da der Knochen ein bisschen. Julia. Vorsichtig. Es ist passiert, was passieren muss. Und wenn ich hier drüber. Oh, da ist ja noch ein Kratzerchen. Guck, siehst du das, wenn wir hier deinen Arm drehen? Guck mal, das machen wir jetzt mit demselben. Also wir machen das mit dem Kratzer jetzt genauso wie mit dem anderen. Wir machen da hier. Aber wir nehmen ein neues Tüchlein und machen da auch ein bisschen kalten Tee drüber. Fahren da vorsichtig drüber. Ja. Oh, das ist aber ein ziemlich tiefer Kratzer. Da musst du ein bisschen. Tut auch weh. Das glaube ich ja. Das ist ganz doll empfindlich da.
Und dann machen wir jetzt auch so die Salbe drüber wie beim oberen. Und dann binden wir den gleich mit ein, ja? Ja. Und dann guckst du immer mal und wenn du siehst, dass da Blut durchkommt, dann sagst du, hast du eine Mama und einen Papa oder jemand, der auf dich aufpasst? Julia und Daniel passen auf mich auf. Frau Julia Walters? Mhm. Ah, dann sagst du ihr Bescheid, dass sie da auf jeden Fall nochmal schauen muss, nicht, dass das genäht werden muss, ja? Mach ich dann. Aber ich glaube, sie schläft schon. Ja, wie gesagt, dann beobachtest du das jetzt und ansonsten kommst du her, wenn morgen immer noch niemand drüber schauen kann, was da was sein sollte, ja? Pass auf, jetzt machen wir die Salbe drüber, gucken erstmal, wie sich das verhält. Dann machen wir hier, kriegst jetzt einen ganz tollen Verband, der geht über deinen Oberarm bis runter zu deinem Ellenbogen. Nicht erschrecken. Aber da kannst du sehr gut den Ärmel drüber ziehen. Dann machen wir hier. Vorsichtig fangen wir oben an und machen das dann nach unten. Und dann passt du ein bisschen besser auf, wenn du reitest, dass du dich ganz, ganz doll festhältst mit dem anderen Arm, ja? Oder wenn du irgendwo hochkletterst, dann passt du auch ganz, ganz doll auf, dass du nicht zu hochkletterst, nicht, dass du wieder drauf fällst. Da hast du nämlich ganz, ganz doll Glück, dass es nur Kratzer sind. Das kann auch ganz schlimm anders ausgehen. So, pass auf, so, machen wir hier ein Schleifchen unten rein. Ja. Ist das zu fest oder geht das so? Kannst du deinen Arm bewegen mit dem Verband? Das ist gut so. Dann gebe ich dir hier noch jetzt ein... Nicht erschrecken, ich gebe dir noch ein Bärchen, damit du auch gut schlafen kannst. Das hilft nämlich gegen Aua. Das schmeckt auch ganz doll süß. Das ist nichts Schlimmes. Das können auch Kinder schon essen. Okay. Ja, möchte ich wieder runter, genau. Da. Und ansonsten ist alles in Ordnung. Ist dir schlecht oder schwindelig? Okay. Zumindest nicht deswegen. Dann ist alles gut soweit. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen jetzt, ja? Gar nicht gut. Wenn er auch nicht tot wird, erwartet sie als Antwort. Alles perfekt? Wo ist sie denn? Alle gehen jetzt alle hin. Drohnen. Ja. Es musste passieren, was passieren musste. Und hallo, ja, er ist vorhin verstorben. Ruby? Ja. Für dich mein Beileid, Kleiner, ja? Ich hab jetzt seinen Arm ein bisschen verbunden. Wenn du bist doch öfter mit ihm unterwegs, oder? Ja. Kannst du ein bisschen aufpassen, dass er seinen linken Arm ein bisschen schont und da nicht so doll drauf hält? Er hat jetzt zwei dicke, fette Kratzer. Und wenn er nochmal drauf hält, nicht, dass er sich die weiter einreißt und die noch genäht werden müssen. Ivan, was ist passiert? Gerade vom Pferd gefallen, beim letzten Mal vom Puma getreten und dann vom Stein geburzelt. Och je. Kannst du auch immer mal ein bisschen am Ellbogen, der Kratzer ist ziemlich tief, kannst du da immer mal deinen Ärmel hochkrempeln und schauen, dass da kein Blut durchkommt? Nicht, dass wir das wirklich noch nehmen müssen. Ich wollte es jetzt erstmal nicht machen und schauen, wie es verheilt. Ja, vielleicht verheilt es so. Hey, ja. Da müssen wir ein bisschen schauen, ja. Ich würde dir sagen, ich packe dich jetzt ein. Und dann reiten wir erstmal zur Ranch rüber, dann hole ich da die Kutsche und dann bringe ich dich heim. Ich möchte heute Nacht lieber bei dir schlafen. Dann schläfst du bei mir, dann schreiben wir Julia noch ein Telegramm, ja? Und dann machen wir jetzt noch kurz trotzdem einen Ausflug zur Ranch und sagen denen Bescheid, vielleicht... Machen wir noch irgendwas, ich muss noch den Kopf freikriegen, ja, wir schauen mal. Alice, danke für alles, ja. Mein Beileid an euch beide. Weil, danke, falls wir irgendwas noch tun können oder falls ihr reden wollt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, richtig? Ja, danke dir, ja. Alice, bist dein Schatz. Wird schon alles werden, Mubi. Ui. Ja. Komm gut nach Hause. Machen wir. Mach noch was Schönes, krieg den Kopf frei. Wie gesagt, falls ihr reden wollt oder was ist, wir sind ja da. So machen wir es. Sag Ellie noch schöne Grüße, ja, und auch vielen Dank an Butch und Nanook, ja. Das wissen die doch. Ich richte es aus, ja? Ja. Danke, Ellie. Alice, mach's gut, ja. Mach's gut. Bis so, Ellie, wir holen mein Pferd. Nee, diesmal sagen wir nicht, wir sind nicht klein. Diesmal sind wir sehr, sehr klein.
Und ja, nicht jetzt aber auch. Ja, fast. Also. Oh, Theo. So, Vorsicht, da vorne eben nur das Pferd bockt da rum. Nicht nochmal getreten werden. Ja, geh mal lieber ein bisschen weiter weg, komm. Oh, Theo, wussten wir ja, dass es immer passieren wird. Wir wussten natürlich XC nicht, wann und wie es passieren wird, aber. Es ist anstrengend. Soll ich schon mal, ob vielleicht der Stolz. Sehr gut gemacht von allen Beteiligten. Und ich bin froh, dass Evelyn dann doch nur abgeholt wurde. Dafür, dass EP noch machen konnten jetzt. Ah, da ist die Kutsche. Aber so, wir machen noch ein bisschen Ausflug, Evelyn. Und erste Mal mit runtergekämpelt. Wir fahren jetzt noch einmal nach Rhodes zurück, Evan, und ich kaufe jetzt einfach noch mal was für die Farm ein und gehe in den Buchladen und dann fahren wir zurück zur Ranch und dann schläfst du bei mir erstmal, ja? Okay. Ja, ich habe auch gedacht, müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen ablenken, irgendwas anderes machen. Mach's gut, Flint. Eigentlich noch mal Theorien, aber könnt ihr mir sagen, dass du leid tut, ne? Danke dir, Flint. Und danke, dass du mich so schnell geholt hast. Ich kann's verstehen, wenn du nicht mit wolltest. So was ist schlimm, das muss man nicht. Nee, das kann ich voll verstehen. Danke für alles, was du getan hast, ja? Ja. Ach, bist du ein Schatz, danke dir. Pass auf dich auf, ja, und reite vorsichtig. Ja, mach ich. Ja. Wir sehen uns. Komm noch bei ja, ich weiß, wo ich euch finde. Ja. Ja. Bis dann, Flint. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. Ja, alles gut. Ich habe ja auch letztens mal ein Total frei gemacht. Die ersten Male zwar nach 70 Tagen oder so. Habe ich erstmal freigenommen, aber ja. Ja, ne, war okay. Ist okay. Und ich fand's auch, wenn man so sagen kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ganz gut gemacht. Meine Tochter, ich beim ersten Mal nicht mitgenommen wurde, aber das war halt aus der Situation geschuldet. Aber alles gut. Müssen wir natürlich kommen. Weil alle erste da waren, okay. Ja gut, macht dann auch Sinn. Ich mag die Viecher sowieso schon nicht und dann das noch. Ja, Herr Horn war halt ein einzigartiger Charakter, ne? Meinst du, Evan, wir sollen für Jack was singen? Mhm. Auf der Beerdigung? Was malen und was singen und ein bisschen was erzählen. Mhm. Ja. Das ist eine gute Idee. Ivan, war das gut, dass wir dich geholt haben, ja? Das war gut. Das
war bei, bei Mama im Haus gehen, oder? Ja, das, man kann es ja verstehen. Ach, Ivan, es tut mir leid, dass du noch so jung bist und schon so viel schlimme Sachen erleben musstest. Ja, wir haben noch. Auch, man hat ja aber da fragt einen das Leben dann auch nicht. Aber. Wie weiß mit Ivan damit umgehen? Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin immer gespannt, ob du bei uns bleibst oder ob du es wechselst oder was auch immer du es vorhast. Stehen wir? Was für die Telekom? Ist es gerade die Telekom? Oder liegt es bei ihr? Oder habe ich Angst? Oh Gott. Baum. Ich glaube, ich bleib mal hier stehen, kurz eben. Mhm. Ah, Server ist down. Server ist down, deswegen. Wir treffen uns einfach wieder hier oben an, am Hügel. Server down. Dam. Dam, dam. Dam, dam. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit mit der Situation um? Ich habe noch keinen Plan. Also, ich sag ganz ehrlich, auf Lonely Loops hätte ich gewusst. Auf Lonely Loops wären wir auf jeden Fall abgehauen, aber da hatten wir auch Sandy. Muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir auch Sandy dabei und sie hat immer unsere Geheimverstecker gewusst. Sie wusste, wo wir hin verschwinden, wenn wir verschwinden. Oder sie wäre sofort mitgekommen. Bei DBW ist das Problem, man darf halt absolut nicht als Kindercharakter, obwohl wir natürlich RPGs nicht erklären könnten, wenn wir mit abhauen würden, irgendwo in den Büschen oder sonst was, keine Ahnung, natürlich können wir RPGs nicht erklären, warum es passiert, da wird uns nichts passieren. Könnten wir machen, natürlich, aber bei Lonely Loops hätte ich es gewusst, weil ich es tue, aber sind nicht nur viele gegangen, sondern sehr viele gegangen. Also, das ist jetzt die Frage, wie wir damit jetzt umgehen. Ich habe noch keinen Plan. Man hat sich natürlich viele Gedanken gemacht, aber ich weiß nicht, in welchem Moment Ruby dazu kam. Du musst mal bei irgendwo, wenn es warte, ich gebe mal einen Link. Musst aber eh mal gucken beim VOD. Kann sein, dass es, ich weiß nicht, ob jemand direkt dabei war. Ich glaube nicht, wir wurden ja abgeholt. Und ich weiß nicht, ob Herr Horn selbst eine Aufnahme hat. Kann ich dir nicht beantworten. Das würde dir selbst beantworten können, das fand ich am besten. Ruby wurde zuerst dazu geholt, sie hat auch noch ein bisschen RP mit Herr Horn machen können. Eben wurde er im Nachhinein dazu geholt, von daher habe ich nicht so viel mitbekommen von seinen letzten Minuten. Aber den Moment, du kannst bei Fraser noch vorbeigucken. Weil Fraser war ja erst mit dabei, wenn ich richtig gesehen habe. Sie müsste ja theoretisch ja von Anfang an begleitet haben. Gehe ich jetzt einfach davon aus, bei Fraser müsstest du, glaube ich, alles sehen. Also,
Ruby wurde Asset zugeholt, dann S Even. Und wir hatten halt mit Thorn jetzt gar kein Gespräch mehr. Und daher bin ich hier jetzt auf die Schnelle hier. Dann würde ich nix Birgit ist hier doch, ne? Ist jedenfalls nicht. Ja, vielleicht hättest du eine Aufnahme. Darf ich mal nachfragen, privat oder so. Muss mal gucken, ich weiß nicht, ob es. Ich weiß ja nicht, ob die anderen streamen. Na, du streamst ja normalerweise nicht, oder? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und ob jetzt Tim oder irgendwer von denen gestreamt hat. Keine Ahnung. Dann wäre er von irgendwas gebissen, getreten oder umgehauen? Nee, doch nicht. So, Evin. Doch, er soll sich schämen. Ganz toll. Geht doch nicht. Also sein eigener Charaktertod hier. Eieieiei. Dann sind wir mal gespannt auf die Beerdigung. Ne? Ich hoffe, wir haben da jemanden dabei, der nicht nur Ruby ist, der also ein bisschen wieder einklemmt wie bei der Hochzeit von Hofrichter, weil die Hofrichterbeerdigung war natürlich für ihn jetzt nicht so ganz, so finde ich wirklich schlimm. Weil man hat er eh nicht gekannt. So. Aber Herr Horn, das wird nochmal eine andere Hausnummer. Jo, dann gute Nacht. Schlafen Sie gut. Ja, genau.
Und wir hatten ja bei Lohnlos auch schon mal so eine Situation, da haben die Erwachsenen auch irgendwie über irgendwas gesprochen, was Cindy und mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Und dann ist er eben einfach abgehauen und Cindy mit. Und dann sind wir ja 4 Stunden lang durchs gesamte County gewandert, zu Fuß. Einfach losgelaufen, einfach weg. Oh, das war geil, das war okay. Weil man es auch einfach machen konnte. Und es ist halt gar nichts passiert. Ich habe keine einzigen sonst was gesehen. Und wenn es Nacht wurde, sind wir halt immer in irgendwelche Häuser rein, an irgendwelche Lagerfeuer oder wie auch immer. Bis wir am Ende dann jetzt heute nie gelandet sind von Wellington aus. Wie auch immer wir da hinkamen, es war nicht unser Plan, aber am Ende standen wir in der großen Stadt. Und sowas würde ich halt gerne hier auch machen können, aber es ist halt schwierig. Ja, Ivan? Können wir Herr Horn dann auch noch was zum Essen und Trinken mitgeben? Ja, das machen wir, Ivan, weil der hat immer so viel Hunger. Mhm. Das machen wir. Da kriegt er dann einfach in sein Grab. Warte mal, ich muss überlegen, was hat er total gerne gegessen? Er hat die Bratkartoffeln aus dem Saloon, hatte er so gerne. Und dann... ja, was zu trinken, natürlich Milch nehme ich mit. Und die Hasenkeule in der Sahnesoße, glaube ich, die hatte der auch total gerne. Hat ihm auch so gut geschmeckt.